it's been called the largest spy center on Earth. Es wurde bezeichnet als die größte Spionagezentrale der Welt, gemeinsam betrieben von Großbritannien und den USA. Der Manwith Hill-Komplex mitten in England überwacht die Kommunikation in Dutzenden von Ländern. Allerdings gibt es immer mehr Demonstranten, die zunehmend besorgt sind, dass es hier nicht nur um Überwachung geht. It's a little piece of America in es ist ein kleines Stück USA mitten in Yorkshire. Es mag ein wenig aussehen wie eine Art von Vergnügungspark, tatsächlich aber ist es ein Spionagezentrum, so etwas wie ein Frühwarnsystem für die immer größer werdende US-Raketenabwehr. Es ist ein Teil dieses überaus großen Organismus, der die Welt umspannt. An verschiedenen Stellen, wie hier in Manwith Hill, kommt er zum Vorschein. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist das US-Militär. In Manwith Hill gibt es seit den 60er Jahren eine Militärbasis und sie ist stetig größer geworden. Jetzt umfasst die Anlage 33 dieser golfballartigen Gebäude. In jedem befindet sich eine Satellitenschüssel, die Informationen von US-Satelliten empfängt, gleichzeitig aber auch die Kommunikation anderer Länder aufzeichnet. Diese Informationen werden dann in die USA weitergeleitet und genutzt für das, was man geheimdienstliche Kriegsführung nennt, einschließlich Spezialoperationen und Drohnenangriffe. Special operations and drone attacks. To keep up with new, um mit dieser neuen Form der Kriegsführung Schritt zu halten, wurden während der vergangenen 10 Jahre Milliarden in Manwith Hill investiert. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Basis ein wichtiger Teil des globalen US-Überwachungssystems bleibt. Der Manwith Hill-Beobachter Dr. Steve Schoolfield nimmt an, dass von Manwith Hill aus über 100 Länder genau beobachtet werden. Etwas, das er eine nie dagewesene Form der Intervention nennt. Großbritannien stellt hier eine Einrichtung zur Verfügung, die, wie wir durch unabhängige Untersuchungen wissen, in Drohnenangriffe involviert ist. Dadurch werden tausende unschuldiger Zivilisten getötet. Das sind Kriegshandlungen. Normalerweise sollte im Falle von Kriegshandlungen das Parlament die Bevölkerung unterrichten. Wir sind darin involviert. Aber wir werden nicht informiert. Wir werden vollkommen im Dunkeln gelassen. Das ist nichts Neues für die Bewohner der Gegend. Sie kommen wöchentlich hierher, um zu demonstrieren, und das seit Jahrzehnten. Jetzt aber haben ihre Stimmen die Aufmerksamkeit einer globalen Bewegung bekommen, von Occupy. Helen Alexander kommt von Occupy Leeds. Sie sieht eine gemeinsame Agenda in Manwith Hill. Wenn man die Auswirkungen auf unsere individuellen Bürgerrechte bedenkt, die Tatsache, dass sie damit unsere Telefongespräche abhören können, unsere E-Mails überwachen, es gibt Berichte von Insidern, die all dies bestätigen. Was dort vorgeht, ist nicht nur politische Spionage, sondern auch Wirtschaftsspionage. Das ist ein sehr großer Unterschied zur Rhetorik vom Land der Freiheit, für die die USA so bekannt sind. Kritiker sehen Manwith Hill als ein Symbol für die Scheinheiligkeit und kritisieren ein unterwürfiges Europa, das sich der Macht der USA beuge. Was wir hier sehen ist, dass die USA eine neue Art von Imperialismus entwickeln. Das hat nichts mit dem Schutz der Demokratie zu tun. Wenn Sie sich die Anordnung der Basen anschauen, die Investitionen der USA in den vergangenen 20 Jahren, dies alles geschieht, um Zugang zu Öl und anderen lebenswichtigen, nicht erneuerbaren Ressourcen zu haben, in Afrika und am Persischen Golf. Wir müssen uns dem widersetzen, bevor es zu spät ist, weil als nächstes wahrscheinlich der Angriff gegen den Iran kommen wird. Mit dem US-Plan zum Ausbau des Raketenabwehrschildes bis zum Jahr 2025 und mit Manwith Hill als Teil eines Frühwarnsystems gibt es jetzt große Sorgen, dass diese Art der Einmischung in die Angelegenheiten anderer ein neues Wettrüsten zur Folge haben könnte. Laura Smith, RT, Manwith Hill, Yorkshire.